Hallo, lieber Weltenbürger. Heute erzähle ich dir zwei Botschaften, die ich von zwei verschiedenen Urus erhalten habe. Doch zuerst zeige ich dir Neo. Geht's dir? Hallo, lieber Weltenbürger. Oh, erstmal mit der Kamera kuscheln, jawohl. So, back to business. Gibt es Botschaften, die du mega wichtig findest für diese Gesellschaft, die du allgemein gerne teilen möchtest? Dann her damit in den Kommentaren. Die coolsten picke ich mir raus und werde die dann auch nochmal kommentieren. Heute möchte ich dir zwei Botschaften mitgeben, die mir damals die zwei Udos mitgeteilt haben. Zwei Udos, die mein Leben bereichert haben. Ersteren Udo, Udo Nummer 1, habe ich kennengelernt während des dualen Studiums. Damals im Ausbildungspart, da war im Labor tätig, genau einen Titel weiß ich gar nicht mehr. Ich gebe mir jetzt mal den Titel, ein herzensguter Mensch. Und der hat mir damals natürlich auch fachlich geholfen, ich gehe jetzt hier auf das Menschliche ein. Der hat gesagt, Viktoria, du hast in jungen Jahren, ich war damals gewesen, 19, 20, da hat er gesagt, du hast eine äußere Schönheit und eine innere Schönheit. Bedenke, deine äußere Schönheit wird in maximal 15 Jahren nicht mehr sein. Also nutze die nächsten Jahre bewusst daran, dafür auch eine innere Schönheit zu bewahren über die Jahrzehnte hinweg, denn das ist das, was bleibt. Und das möchte ich einfach nur mit dir teilen, diese krasse, schöne Botschaft, so ja, deine Jugend ist irgendwann vorbei, die Jugend ist schön, prall, voller Kollagen etc. pp. Die wird aber gehen, aber das, was du bist, dein Charakter innerlich, dein Wertesystem, das ist das, was ein Leben lang bleiben kann. Wird sich das auch ändern? Ich denke, ja klar, wer weiß, was noch passiert hier die nächsten paar Jahrzehnte. Auf jeden Fall Botschaft Nummer 1, arbeite auch an deiner inneren Schönheit ein Leben lang, denn die bleibt. Das ist richtig Paradies. Das ist Heaven. Und den zweiten Udo habe ich kennengelernt, als ich in die U-Bahn eingestiegen bin in Frankfurt. Und da sagte mir mein Gefühl, geh durch diese eine bestimmte Tür durch. Und das tat ich auch, setzte mich hin und mir gegenüber saß eben auch dieser ältere Herr, ehemaliger Unternehmensberater, schon pensioniert. Und er hatte so eine ruhige Ausstrahlung, so eine ruhige Aura. Und ich habe natürlich Kaltakquise gemacht für meine Naturkosmetik. Fand er recht amüsant, wie diskret ich den Kontakt zu ihm aufgenommen habe. Und wir blieben auch in Kontakt. Und er ist sehr fortgeschritten gewesen, leider auch verstorben. Rest in peace, beide Udos. Und der hatte das Talent, über alles und jeden so respektvoll zu reden und konnte Dinge auf den Punkt genau zusammenfassen. Und ich habe ihn gefragt, was machst du da? Und das ist jetzt die zweite Botschaft. Er sagte, wenn ich über andere rede, dann entweder neutral oder positiv. Ich fokussiere mich auf die Stärke und auf die Möglichkeiten, ob es bei Menschen ist oder generell bei Situationen. Also immer ausgerichtet auf Chancen. Und das sind so diese zwei Botschaften. Einerseits vom Udo Nummer 1, ja, arbeite an deiner inneren Schönheit ein Leben lang, denn sie wird ein Leben lang bestehen. Und diese zweite Botschaft, redest du über andere, dann entweder positiv oder neutral und sei chancenausgerichtet. Und das sind einfach, finde ich, zwei wichtige Botschaften, die ich dir heute am Teich mitgeben möchte. Neo ist mittlerweile schon woanders. Genieß den Tag und ja, Fokus auf Möglichkeiten. Möglichkeiten und Positives. Was auch immer positiv jetzt bedeuten mag für dich. Ja. Komm. Bis zum nächsten Mal, lieber Weltenbürger. Bye.